Guten Morgen und herzlich willkommen aus Frankfurt. Heute gibt's für mich eine Premiere. Ich bin zum allerersten Mal auf einem Frauenfußballspiel. Und zwar empfängt Eintracht Frankfurt meinen FC Bayern. Es ist das Duell des Tabellenerstens gegen den Dritten. Und ich bin echt gespannt, was bei so einem Frauenspiel abgeht. Ich war noch nie da. Ich habe keine Ahnung, wie die Stimmung ist. Ist sie wie in der Kreisklasse oder geht da vielleicht ein bisschen mehr? Ich zeige euch jetzt noch ein bisschen was aus Frankfurt und dann sehen wir uns im Stadion. Viel Spaß! Wir sind jetzt noch ein bisschen in der Innenstadt unterwegs, haben noch circa 2 Stunden bis zum Anpfiff Zeit. Mein Tipp für das Spiel ist 3-1 für Bayern. Hansi, was sagst du? Knackiges 4-0 für die Bayern. Zweimal Sieg Bayern. Tut mir leid, Frankfurt. Perfektes Fußballwetter, Sonne, circa 15 Grad. Hansi ist auch dabei, hat auch einen richtigen Schal an. Ja, perfekt. So, wir sind jetzt im Stadion. Hier hinten machen sich bereits die Spielerinnen warm, alles sehr entspannt. Mal schauen, was noch so geht. So, Stärkung ist geholt. Bratwurst schmeckt gut. Vegan. Ein ganz, ganz tolles Erlebnis hier bei uns im Stadion am Brentanobad. Viel Spaß. Und wenn sie gewinnt im Ballstadion, dann ist die Stimmung groß. Das Spiel beginnt. Auf geht's. Das Stadion ist mit 5.750 Zuschauern übrigens restlos ausverkauft und die Stimmung ist echt nicht schlecht. Tor für die Bayern in der 21. Minute durch Clara Brühl. Die Münchnerinnen gehen mit 1-0 in die Pause. Ausgleich für die Eintracht in der 67. Minute durch Laura Freigang. Die Frankfurterinnen sind nach dem Ausgleich am Drücker und drängen auf das 2-1. Ja, in der 77. Minute gehen die Bayern wieder in Führung durch Lea Schüller. Das war's. Die Münchnerinnen gewinnen das Spiel gegen die Eintracht mit 2-1. Die Spielerinnen nehmen sich nach dem Spiel echt viel Zeit für die Fans. Oh, es ist jetzt Sonntag, ich schneide gerade das Video, will noch ein kleines Fazit ziehen. Es hat Spaß gemacht, war der perfekte Fußballtag, Sonnenschein und Frauenfußball ist echt weiter als ich dachte. Gute Stimmung, wirklich top, kann man echt nichts sagen. Ich werde definitiv noch das ein oder andere Spiel besuchen. Abonniert gerne den Kanal für weitere Stadionvlogs, Kurzvideos und alles Mögliche. Es wird definitiv noch einiges kommen. Damit würdet ihr mir einen Riesengefallen tun. Und ich sage Tschüss und danke fürs Zusehen. Hey, hey, Spielchenreiter, Spielchenreiter, hey, hey.